Guten Morgen, 5:05 Uhr, wir fahren nach Kalkar. Heute geht's los, Custom Show in Kalkar. Wir freuen uns, wir sind müde, aber wir freuen uns und jetzt geht's nicht. So, Licht's wieder an. Wir freuen uns und das wird bestimmt ein lustiger Tag. Viele alte Leute, alte Freunde wieder treffen und mal gucken, was der Tag so bringt. Die Spausa ist hinten drin, heute geht's. Ja, in das erste Mal in die Öffentlichkeit mit dem Ding. Ich freue mich. Also, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Alter, der Tag hätte schon... Kamera dabei. Kamera dabei. Und dann kommt der Salami-Scooter. Guten Morgen. Moin. Moin. Der WDR. Genau, WDR ist mit dabei. Moin. Und sind wir da richtig, oder? Nein. Wir sind da. Im Ernst? Ja. Wir hatten uns gerade nach der Hindulde geschickt. Nee, aber ich wusste nämlich nicht, erst hier oder dann da hinten. Hang on. Look, I'm getting lost.
Fall wieder schon unfassbar geile Karren. Weißt du, wo wir hin müssen? Ich mach jetzt mal die Kamera aus, weil sonst musst du gleich auf den Boden gehen. Laber lieber? Cool, dich zu sehen. Ja, ebenso. Wie geht's dir? Ja, gut? Sehr gut. Ich habe auch schon gesehen, hängt auch schon da. Ja, sehr schön. Gestern schon angekommen? Ja, na klar. Und jetzt geht's zur Sache, wa? Ja, ja. Na, gestern schon einen abgebrochen. Ja, wir sehen gerade mal nach vorne zur Rezeption unser Märchen. Ja, und dann habe ich die wirklich. Ich habe noch ein komplett originales wirklich. Ja. Ich bin hinten beim Kevin. Telefonierst du wirklich? Ja. Ist nicht dein Ernst. Ich bin hier bei Kevin. Ciao. Bester Mann. Moin. Bester Mann. So, hier die Influencer unter sich. Ja, genau. Geht. Moin, hast du schon was gemacht? Ja, ich habe ein paar Videos abgedreht, so für meine Reels. Ne? Ich mache die immer für Instagram. Bin, ja. Komm ich dann auch vor? Ja, sicher. Das ist das schön. Hör mal. Das ist das. Kommt hast du eigentlich Mikro an? Ja, sicher. Sehr gut. Jeder ist dabei. Ne? Also ich versuche jeden irgendwo ein bisschen aufzunehmen. Jetzt bin ich gerade dabei, jetzt habe ich deine gerade abgefilmt, dann jetzt gehe ich rüber, mache die Konzeptdesignung von Rusty Hanger gerade noch fertig und da sind natürlich echt geile Kisten dabei dieses Jahr und da hinten steht hast du den Kompressor von Porsche gesehen? Ah, ja. Das ist natürlich schon sehr geil. Hinten steht sogar eine goldene, mit diesem goldenen Oldschool-Bananen-Auspuff dran, finde ich ja immer geil sowas. Ich stehe ja total auf so Scheiß. Aber ach, guck mal, du stehst ja mitten hier. Ja. Dreh dich mal um, guck mal da, steht mitten. Da steht der Kaugummiautomat. Du bist doch ein Affe. Ja, aber links ja, also schon cool, also viele Gespräche, sind ja wirklich viele ja. da. Ja, es ist wirklich viel los. Ich also, jetzt, mich haut es echt um, also ich find's geil. Ich weiß jetzt nicht, ob es am 10-jährigen Bestehen liegt oder ob jetzt die Leute mal wieder Bock drauf haben. Und da dieses Jahr ist ja sonst weiter nichts an Custom Shop großartig, oder? Was so? Ich weiß nicht, du bist also, ja nicht das Problem ist. Also ich sag mal so, also Custom Show ist dieses Jahr ein bisschen eng besät, sage ich mal ganz ehrlich. Nicht viel? Nicht viel. Also ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich bin noch gar nicht gucken gegangen. Also denkst du, also hier auf also hier ist definitiv die Hölle los. Ne? Also ja, definitiv. Ja. Also hier stehen schon echt geile Kerren und was ich halt natürlich sehr geil finde, sind da sehr, sehr viele Lammis hier. Das ist schon richtig geil. Hatte ich jetzt noch das Gespräch mit Ulf, ich steige gar nicht erst drauf. Ich habe Angst, dass mir das gefällt und dann habe ich die nächsten Rolle an der Bude stehen. Und ich habe schon. Ja, habe schon gehört, das ist so ein Pakistani dir geholt. Ja, für Sie. Ja, cool. Pakistani für Sie. Ich habe mir einen kleinen Pakistani geleistet für Sie. Oh, das war jetzt politisch inkorrekt. Ist egal. Nee, wir sind unter uns. Nein, also. Nicht schlimm. Nee, aber wie gesagt, also schon cool, also wirklich coole Veranstaltung, macht ja. Spaß und. Ja, ich mache jetzt noch meine Videos, meine Bilder. Nachher gehe ich her mit der Kamera, mache ein paar Bilder, ein paar Shots und ja. Ja, dann gucken wir weiter. Okay. Demo wird heute nicht auf der Rolle gehen, weil er einfach nicht möglich ist. Ich fahre auch nicht. Ich gehe nächste Woche auf die Rolle mit das Bowser, weil ich wollte sie einmal hinstellen, dass sie ganz ist. Wenn die nächste Woche auf dem Prüfstand stirbt, dann habe ich das aber vor Kalker nicht gehabt. Also, ist mir deswegen, auch egal, eigentlich sind wir hier, was guter Melter noch vorbereitet. Ja, nee, aber ich wollte einen neuen Roller nicht gleich hier verbrennen. Also wenn, dann soll er nächste Woche bei mir auf dem Prüfstand sterben. Ja gut, sterben. Das wäre schon geil, wenn der Motor einfach mal komplett auf dem Prüfstand zerlegt wird. Aber ja, aber muss ja nicht meiner sein. Nee. Dafür fehlt der Sponsor. So sieht's aus. Nee, genau. Das kostet alles nur das eigene Geld. Nee, nee, alles gut, passt. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, auf ein Bierchen, ne? Ja, lieber, wie immer. Ja. Thank you.
Ich habe schon zwei Folgen getan.
So, applause, best of show. Spritzo. Right, so that was the Custom Show Awards. Scooter's Meltdown 2024. We will move on to the Major Power Awards. And the Major Power Awards is the Power Awards.